Hallöchen und damit herzlich willkommen jetzt hier wieder bei Trouble in Mineville. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe erst gedacht, ich bin total bescheuert. Vorgestern habe ich eine Runde Trouble in Mineville hochgeladen. Übrigens geht es schon wieder los, okay. Vorgestern habe ich eine Runde Trouble in Mineville hochgeladen. So, sprich, ich habe mal wieder eine Runde gespielt, die ich schon... Ja, wo wir schon wieder... Oh, da ist eine Kiste. Wo schon wieder Ewigkeiten zwischenliegen und... Ich habe gedacht, ich traue meinen Augen nicht, als ich es in den Kommentaren gelesen habe. Und zwar wurde ich darauf hingewiesen, dass ich am Anfang mein allererster Kill, den ich wieder in diesem Spielmodus gemacht habe, dass ich einen Traitor getötet habe. Und ich habe gedacht, wie kann das eigentlich, dass ich da einen Traitor getötet habe? Ich also das Ganze mal angeguckt und ich habe gedacht, ich werde nicht mehr. Ich habe da tatsächlich meinen eigenen Teamkameraden getötet. Und ich habe mich auch noch gefreut. Ich habe mich gefreut, oh endlich, oh mein erster Kill, subidubi. Und da habe ich meinen Teampartner getötet. Der Name war Rot. Der Name war Rot und ich habe das in dem Moment einfach überhaupt nicht gecheckt. Und ich hoffe, mir passiert jetzt hier nicht nochmal so ein Fehler, weil das war echt total übel, so innocent. Und übrigens, das nächste Thema, was nochmal war, mit dem Tester, ich muss den Knopf selber drücken. Ich dachte, wenn man drin steht, dann zählt das automatisch für alle, die halt in diesem Ding drin stehen. Nein, man muss für den Tester, man muss selber einmal auf den Knopf drücken, damit man selber einmal getestet wird. So, da ich jetzt ja innocent bin, würde ich sagen, warum hat er mich jetzt geschlagen? Da ich jetzt innocent bin, würde ich sagen, wir gehen zum Tester. Jetzt ist die Frage, wo ist der Tester? Der Tester ist jetzt nämlich, ich muss erstmal einen anderen Spieler jetzt finden, irgendwie hier mal in der Nähe. Und dann würde ich sagen, gehen wir nämlich direkt zum Tester. Ist er irgendwo hier? Wo ist denn dieser Tester? Ah, ich glaube, da oben ist er. Kann das sein? Tester, 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 wo bist du? Weil der würde mich ja am liebsten gleich mal testen. Wir wissen dir ja Bescheid, ich bin schon mal kein Traitor. Ich bin ja auch kein Traitor, ich bin ja ein Innocent. So, jetzt aber die Frage, wo ist der? Ich weiß, ich kenne mich mit den Maps hier überhaupt nicht aus, das ist das Problem. Deswegen kann ich immer nur nach den anderen Leuten gehen. Der hier vorne kommt mir so ein bisschen komisch vor hier. Der kommt mir echt ein bisschen komisch vor. Vielleicht ist er ja gar kein Innocent, vielleicht ist er ja ein Traitor. Wenn ich jetzt wüsste, wo dieser blöde Tester ist. Ist der hier oben irgendwo? Ah, da ist er ja. Ah, perfekt, ich habe ihn gefunden. So, jetzt gehe ich nämlich rein. Drück einmal drauf, dann werde ich getestet und alle sehen, ich bin Inno. So, wunderbar. Okay, ich bin schon mal keiner. So, jetzt muss aber jemand anders nochmal hier reingehen. Komm. Geh du mal mit da rein da. Ja, genau. Schön reingehen. Perfekt. Okay. Jetzt geht der nächste rein. So, der Zaya X1. Der ist sonst... Wer killt jetzt hier wen? Ja, komm. Er ist auch ganz normal. Er ist auch innocent. So. Jetzt die Frage. Medimo 8. Die machen mich ganz affig jetzt hier, weil sie stundenlang im Tester stehen, obwohl sie schon lange getestet sind. Warum macht man das? Ich möchte jetzt hier welche killen, die jetzt hier fies sind, die falsch sind hier. Nur welcher von den Kollegen ist das und wer ist denn noch nicht reingegangen? Oh, alles klar. Ich weiß nicht, ob ich jetzt töten... Warum willst du mich töten? Du wolltest dich doch gar nicht töten. Ah, oh, du Idiot. Da hat er mich mit der Faust geschlagen. Ach, Kacke. Ja, super. Alles klar. Habe ich wieder einen Falschen getötet. Super. Wollte ich doch gar nicht. Wo war denn der andere Streitmacher jetzt hier, der hier geschlagen hatte? Ist er noch da oder ist er weg? Hätte ich den mal lieber töten sollen. Hätte ich lieber an dem Kill verschwendet. Wahrscheinlich wäre noch ein Trader gewesen nachher. Ich bin auch so doof. Bin ich auf den anderen gegangen da, auf den ich gar nicht gehen wollte. Oh Mann, jetzt habe ich einen Random Kill gemacht. Na, obwohl eigentlich kann nicht so richtig, weil ein Random Kill ist ja einfach nur, wenn man einfach drauf losrennt und unkontrolliert rumkillt, habe ich jetzt ja nicht gemacht. Ich war mir jetzt auch nicht sicher, dass ich den richtigen gewischt habe, aber ich habe nicht den richtigen erwischt. Und irgendeiner von denen hier gefällt mir nicht, obwohl die hier vorne ist ja, hat sich ja testen lassen, da war ja nichts. Ich weiß nicht, wem ich jetzt hier vertrauen soll und wem nicht. Vielleicht bin ich hier auch unter den Guten. Und ich muss einfach nur mal wieder nach unten. Hä, warum killt die wild? Ich war doch am Trader-Tester. Was soll der Quark? Warum wollt ihr jetzt... Ich meine, du kannst dich gerne killen, aber dann... Verlierst du noch wieder die ganzen Karma-Punkte. Wie ich eben. Aus Blödheit. Und ich war mir so sicher, dass ich gerade den richtigen kill. Was? Ja, stopp mich mit der Faust. Komm. Zack. Ändert sich jetzt noch nichts. Ich kann auch nochmal hier für alle reingehen. Also ihr könnt mich gerne... Danny test. Ich stehe schon, war schon stundenlang im Test.
war schon die ganze Zeit im Test. Beziehungsweise vorhin war ich schon. Wer hat das denn geschrieben gehabt? Also Firecraft. Du hast doch vorhin gesehen, dass ich im Test schon stand. Warum soll ich... Ja, die hat mich doch genau gesehen gehabt vorhin. Okay, ich habe noch einen Innocent getötet. Klasse. Ich weiß nicht, wen ich jetzt hier killen soll. Wunderbar, wieder einen Falschen getötet. Okay. Ehrlich gesagt, ziehe ich mich jetzt einfach zurück. Vielleicht gewinnen noch die Innocents. Vielleicht dann kriegen wir ja wer dazu, glaube ich, soweit ich das gar nicht verstanden habe. Ich gehe jetzt weg. Weil ich töte ja nur noch die Falschen und ich habe mein Schwert fallen lassen. Welcher von den Tradern lebt denn noch? Hier muss er noch irgendwie... sind 7 Spieler. Ich bin kein Trader. Das kann doch nicht angehen. Irgendeiner muss doch jetzt hier noch der Böse sein. Und die killen sich da alle. Es ist immer so Link, wenn man nicht weiß. Again. So, irgendwer ist ja nicht... War es ein Trader? Ach, er war auch ein Innocent. Okay, wenn der ihn jetzt getötet hat... Ja, er ist auch nicht. Wer ist denn jetzt hier noch von uns? Hier muss doch noch irgendwo ein Trader sein. Das kann mir doch kein Mensch erzählen. Das ist noch nicht wahr. Also irgendwie ist das gerade ganz verzwickt. Aber der ist auch nichts. Ist auch ein Innocent oder ein Detective oder was auch immer. Jedenfalls kein Trader. Wir sind nur noch zu 6. Stimmt. Lisa, ah, genau, die beiden, stimmt, jetzt wo er es gerade schreibt. Das heißt, die müssen die einzigen, das können nur auch die Trader sein, oder einer von denen jedenfalls. Okay, wo sind die beiden? Die holen wir uns jetzt. Die holen wir uns jetzt, die beiden, stimmt. Jetzt wo er es geschrieben hat, da hat er tatsächlich recht. Oh, hier ist ein Eisenschwert. Geile Sache, hier ist ein Eisenschwert gewesen. Aber keiner von den Spielern. Okay, da ist Banana. Aber wo ist denn jetzt der Rest? Achso, das sind die anderen beiden. Ich dachte schon, hier ist irgendjemand. Alter, wo sind die beiden denn? Da hinten sind welche. Nee, das ist ein Zombie. Das sind die Zombies. Okay, irgendwo müssen die sich hier verstecken. Weil irgendwo, das sind die Trader. Ganz klar. Da ist der andere wieder. Wo verstecken die sich? Toll. Banana ist tot. Kacke, und die sind unterwegs. Die sind mit Sicherheit garantiert hier irgendwo unter uns unterwegs. Wenn der jetzt den jetzt getötet hat, dann ist garantiert. Aber wo, verdammt nochmal? Okay, da ist Banana. Wenn der jetzt tot ist. Oh, ich wollte dich nicht töten. Ich wollte dich nicht töten, aber du hast. Das ist doch kacke. Und ich habe immer Schiss, weiß, dass ich hier den richtigen erwisch. Aber das kann auch nicht wahr sein. Hat er jetzt etwa den Innocenter getötet eben? Und ich bin jetzt hier umsonst reingerannt, in der Hoffnung, dass ich jetzt hier den Trader noch fass. Wo sind denn die? Ich verstehe das gerade echt nicht. Oder sind die komplett unten? Sind die woanders? Vrata 10 ist noch da. Und Vrata 10 ist... Mit Sicherheit. Nee, das ist der Tech. Oder sehe ich erstmal falsch? Nee. Das könnte ja noch der Trader sein. Oder hätten die nicht schon lange gewonnen? Oder bin ich jetzt total. Nee. Wenn der Trader jetzt noch getötet wird, haben wir ja noch gewonnen. Und ich bin ja noch innocent. Das heißt, die haben noch nicht alle Innocents getötet. Aber wo sind denn die? Das kann auch nicht wahr sein. Sind die verschwunden? Sind die vom Erdboden verschluckt oder was ist mit denen los? Ich finde den einfach nicht. Die sind einfach wie weg. Einfach weg. Nicht auffindbar. Wo könnten die sein? Wo könnten die nur sein? Okay, jetzt gehe ich mal hier durch. Ach, hier sind nur die blöden Betten. Kacke. Wie komme ich jetzt überhaupt auf diesem Ding überhaupt komplett mal raus? Kommt mir überhaupt nicht mal raus. Ich weiß nicht mal, wie es hier einfach rausgeht. Oh, ich will doch jetzt die beiden endlich erwischen. Entweder gewinnen die Innocents, wenn jetzt alle Trader tot sind, oder die Trader gewinnen, wenn sie alle Innocents getötet haben. Aber sie haben ja mich noch nicht. Und ich bin ja noch einer von denen. Wenn die beide innocent sind,
beide Traitor sind, dann haben die ja auf jeden Fall gewonnen, wenn sie mich töten. Geh mal hier runter. Hier ist auch keiner versteckt. Das gibt's doch gar nicht. Irgendwo müssen die ja jetzt sein hier. Und da hinten sind sie nicht. Wo sind sie? Sie müssen hier irgendwo sein. Ja, kommt. Kommt die Leiter runter. Ich weiß, wo ihr seid. Ich habe euch schon gesehen. Sie sind hier oben. Ah, hier haben sie ja mich nicht gesehen, glaube ich. Oh, shit. Sie haben mich nicht gesehen. Habt ihr es gesehen? Sie haben mich nicht gesehen. Aber sie waren da. Shit, wo sind sie? Ich will jetzt einmal was Richtiges machen in dieser Runde. Ich habe jetzt schon 3 Innocents getötet. Oh mein Gott. Kacke, hier oben ist er. Hab ich einen Schiss jetzt gerade? Kacke, was mache ich jetzt? Das ist doch nicht wahr. Scheiße. Ah, verdammt. Ah, so ein Mist. Und wen hatte ich jetzt getötet gehabt? Ah, hab den Falschen getötet, ne? Warte mal. Wen habe ich denn getötet gehabt? Player has died. Oh, das ist nicht wahr. Das ist nicht wahr. Wie kann man noch den Falschen töten? Wie kann man noch den Falschen töten? Oh, ich krieg das Kotzen. Ich hab die Wahl gehabt von den beiden. Ich hab die Wahl von diesen beiden gehabt. Und ich töte den Falschen. Mann. Ich wusste, dass einer von beiden garantiert der Traitor ist. Es blieb ja nichts anderes mehr übrig. Na? So. Oh, das ist doch nicht wahr. Beziehungsweise, ich kann ja gar nicht den Falschen... Nee, ich habe den Richtigen getötet. Aber der... Ah, die war doch auch Traitor, oder sehe ich das gerade falsch? Lisa Hardy, oder habe ich den gar nicht getötet gehabt? Wen habe ich denn jetzt getötet gehabt? Irgendjemand habe ich doch getötet gehabt. Before killing the Traitor, doch. Ich habe ihn doch getötet. Doch, ich habe doch einen Traitor getötet, klar. Jetzt sehe ich das gerade hier in dem Dings. Aber 20 Kammer for killing the Traitor Lisa, ja. Also habe ich sie doch getötet gehabt. Ja, immerhin, was soll ich machen? Beide töten war unmöglich, weil ich konnte mich nicht weiter anschleichen. Das war meine einzige Möglichkeit, noch von hinten rum irgendwie an die Rand zu kommen. Besser als wenn sie beide direkt zu mir gerannt wären. Aber ich habe zu lange gebraucht, ich hätte ein Tickchen schneller sein müssen. Ja gut, was soll ich machen? Immerhin ein, ne? Oh, das war eine... Kack-Angelegenheit eben, was war geil. Es war auf jeden Fall geil. So. Ich habe zwar jetzt 3 Innocents getötet, obwohl ich immer der Hoffnung war, das muss ein Traitor sein, weil die immer so auffällig waren irgendwie. Gut, war doch keiner, aber jetzt zum Schluss, das war eine richtig geile Aktion. Es hat richtig Spaß gemacht eben zum Schluss. Oh, das war eine pure Anspannung. Auf jeden Fall. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen, für die geile Runde irgendwie zum Schluss. Und dann sehen wir uns auf jeden Fall. Ich zitter irgendwie noch so, bin total... Boah, total nervös irgendwie. Dankeschön fürs Zuschauen und dann bis morgen. Tschüss. Vielleicht sollten wir echt so eine Runden öfters machen. So mit mehreren Leuten. Das macht bestimmt richtig Spaß. So, jetzt aber bis morgen. Tschüss.